so, Timo. Ah, oh, darf ich gleich die Geschenke auspacken? Stopp, Schaf. Weißt du überhaupt, warum wir Weihnachten feiern? Oh, Timo, ich glaube, ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Kannst du es mir vielleicht erzählen? Guck mal, da hinten ist dein Freund der Esel. Vielleicht fragen wir den mal. Hallo, Esel! I-a, i-a. Esel? Timo meinte, du wüsstest vielleicht, warum wir Weihnachten feiern. Vor einiger Zeit wurden alle Menschen gezählt. Dafür mussten sie in ihre Heimatstadt zurück. Maria und Josef sind nach Bethlehem gegangen. Mein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater trug sie auf dem Rücken. Maria erwartete ein Kind. Als sie in Bethlehem angekommen waren, war nur noch Platz in einem Stall. In dieser Nacht kam Jesus zur Welt. Wie geht die Geschichte weiter? Das musst du deine Freunde, die Schafe, fragen. Au ja, dann gehe ich jetzt los. Oh, ihr habt es aber gemütlich hier. Kannst du mir was erzählen? Ja, das kann ich. Wir sind hier draußen, wie früher, die Hütehunde und wir Schafe. Früher war das so, dass wir auch so ein gemütliches Feuer hatten und alle Hirten haben darum gesessen. Guck mal, das Feuer und wie warm das ist. Ja, das war immer sehr gemütlich. Und mein Urgroßvater hat erzählt, dass wir alle... Sie alle um das Feuer herum saßen. Plötzlich kam ein Wind. Und die Hunde waren ganz aufgeregt. Sie haben so gebellt wie jetzt. Und dann kam ein Engel auf uns zu. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine frohe Botschaft, die allen Menschen eine große Freude bringt. Euch ist der Heiland heute geboren. Geht nach Bethlehem, dort findet ihr das Kind in einer Krippe. Gelobt sei Gott, Frieden den Menschen auf der Erde. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Timo, das ist ja ganz spannend. Ich möchte auch gerne zur Krippe. Kommt ihr mit, Hütehunde? Das ist ja toll. Oh, ich glaube, Timo, das ist das Jesuskind. Genau. Oh, Timo, ich sehe auch die ganzen Hirten. Und die vielen Schafe. Das Jesuskind ist geboren, Timo. Deswegen beschenken wir uns auch gegenseitig. Wir feiern den Geburtstag von Jesus. Jetzt packen wir die Geschenke auf. Oh, Timo, welches ist denn für mich? Kannst du lesen, Timo? Das hier, guck mal. Oh, das Große. Liebe Kinder. Dann wünschen wir euch jetzt auch frohe Weihnachten. Und ich und mein Hütehund packen die Päckchen aus. Ach, wird das gut.